Unser Thema heute, die Umsatzsteuer. Schon mal gehört? Bekannt auch als Mehrwertsteuer. Ist sie eigentlich wichtig für unser Land? Wer will schon Steuern zahlen? Ja! Ja. Oh ja, sie ist wichtig. Immerhin 30% unseres gesamten Steueraufkommens stammen aus dieser Quelle. Da freut sich unser Finanzminister. Hey. Grundsätzlich wird unser Konsum besteuert. Zumeist mit 19%. Es gibt aber auch Waren, die nur mit 7% besteuert werden, wie Bücher und Lebensmittel, wie zum Beispiel die Milch. Kaum zu glauben, aber es gibt auch Waren und Dienstleistungen, für die gar keine Umsatzsteuer anfällt, zum Beispiel bei der Monatsmiete oder den Versicherungen und beim Zahnarzt. Die Umsatzsteuer ist eine indirekte Steuer. Das heißt, derjenige, der sie einzieht, also zunächst bekommt, ist nicht der, der sie letztlich zahlt. Das Ganze ist für Unternehmen ein durchlaufender Posten. Unternehmen ziehen Umsatzsteuer von ihren Kunden ein und zahlen selber natürlich auch Umsatzsteuer, wenn sie Waren und Dienstleistungen kaufen. Diese Umsatzsteuer wird als Vorsteuer verbucht. Die Differenz geht ans Finanzamt. Am Ende zahlt nur der kleine Mann von der Straße die Umsatzsteuer. Oh. Den letzten also beißen die Hunde.